und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich euch versprochen, dass ich meine erste Online-Bestellung von Migros abfilme. Und die ist jetzt angekommen. Es sind 6 Säcke. 5 mit Essen plus noch Kühltaschen. Und die zeige ich euch jetzt. Ist folgendermaßen, ich weiß nicht mehr so genau, was ich bestellt habe. Plus sind natürlich noch Sachen von Yannick dabei. Also darum ist nicht alles von der Challenge for Champions oder nicht Challenge for Champions tauglich. Mein Gott. Also, folgendermaßen. Das sind aber alles die gekühlten Sachen. Ich nehme ja wahrscheinlich auch. Also, Plätzchen sind fix schon mal für den Yannick. Maroni, ich liebe Maroni mit Rotkraut. Das Rotkraut muss man natürlich in dieser Zeit selber machen, weil es viel Zucker und sogar teilweise Alkohol dran hat. Dann, was haben wir da sonst noch? Das sieht alles ein bisschen nach Janik aus. Also das hier ist für mich das Kokosjoghurt. Und dann haben wir die Proteinkäppchen für den Janik. Ich kann euch die nur empfehlen. Die schmecken wie die, heisst jetzt Petit Suisse. Die Fruchtzwerge. So schmecken sie. Creme fraiche für Janik. Hey! Tortellini. Wahrscheinlich auch. Bist du fertig? Ja. Schau mal. Wow. Wow. Tofu für mich. Und da haben wir noch so Äpfelmus, also so Fruchtmus, wo zu 100% aus Früchten besteht und darum super ist. Dann haben wir. Du kannst eigentlich die Sachen gerade hier rum. Das wäre super praktisch. Dann, an welchen Sack gehen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir fangen hier an. Das sieht so ein bisschen an. Eier. Darf ich ja auch ein paar in der Challenge. Dann haben wir die. Mein Gott, das Zeug ist verpackt. Gibt es ja nicht. Ingwer. Ich habe gemeint, das ist ein bisschen weniger. Aber ist gut. Ingwer kann man immer brauchen. Aber es ist sehr viel. Dann haben wir Lauch. Auch sehr viel. Aber Janik liebt Lauch mit Creme fraiche. Und darum wird der Lauch eh schnell gegessen. Für mich halt einfach ohne Creme fraiche. Dann habe ich Zugetti. Alles recht eingepackt, nach wie vor. Bier und ein Kaki. Du kommst schon nicht bis dahin. Dann haben wir. Der ist leer. Du kannst jetzt zusammenlegen in dieser Zeit. Banane. Du kannst sie einfach kommentieren. Avocado, muss ich ja sagen, da habe ich fast ein schlechtes Gewissen, ich habe eigentlich nie Avocado. Das sind so Baby-Avocados, habe ich noch nie gehabt. Und was man aber muss sagen, ist, jetzt in der Challenge for Champions macht es mir das Leben ein bisschen leichter und darum haben wir die. Tomaten. Sieht noch nicht so reif aus. Und ich habe echt viel Mandarinen bestellt. Oh, okay. Kannst du mir auslegen? Das sind wir für. Oh, das ist noch ein schwerer Sack. Noch mehr Kaki. Noch mehr Kaki. Peperoni. Oh. Ah, das sind noch Orangen. Food Waste? Nein. Mal. Nein. Ich mache dann ein Video, wie viele Sachen da durchgehen. Nein. Verfault. Werden es nicht. Oh. Ich muss weiss, wie viel kochen. Rüebli. Das sind alles Sachen, die ich brauche. Zitronen. Brokkoli. Also eigentlich auch verdammt viel Gemüse. Süßer Äpfel. Und ich muss sagen, ich habe mega Verbrauch im Moment an Gemüse.
darf man schon sagen, Äpfel. Herdöpfel, Raclette-Herdöpfel sind meine absolute Lieblinge. Nang-Zitrone, was ist? Machst du jetzt noch alle Säcke? Dann einmal für die Janik. Zimt, Plevita, seine absolute Liebling. Das nimmst du jetzt einfach eins. Wahrscheinlich Aktion. Vollreis. Challenge tauglich. Ja, mehr Salz, mehr einfach kein Salz mehr. Dann gibt es noch einen halben Reis. Oder was? Reis ist normaler, weißer Reis. Herbomare, auch challenge tauglich. Da habe ich nämlich alles kontrolliert. Ich wüsste nicht, wie lange ich dran war. Maiswaffeln. Und, kann man die ausprobieren? Das ist Tomatensauce ohne Zuckerzusatz. Dann wird ja fein schmecken. Du Säcke zusammenlegen. Also. Haferflocken. Braucht man immer. Immer. Hey, ich muss nicht meine Einkaufsentscheidungen eigentlich. Dann haben wir Linsenwaffeln. Ich habe mir die etwas anders vorgestellt. Ich habe nicht gemeint, es sind wie Reiswaffeln. Es sind etwas mini. Die Janik hat keine Geduld mehr. Ja, das schaut doch nicht. 50 Minuten Video, wie du da. Ich bin seit 6 Minuten dran. Toast für Janik. Linsennudeln. Wir haben die mit Kichererbsen schon gekannt. Die waren mega fein. Bulgur. Das gehört ja gar niemand so. Bulgur. Möchte ich so orientalisch kochen damit. Die Kichererbsennudeln haben wir schon gehabt mit einer Käsesoße. Und sie ist der absolute Brüller. Unbedingt probieren. Das ist Erythrit, auch challenge-tauglich. Ich habe auch jetzt nie etwas gesüßt. Janik, er hat gesagt, wann hast du das letzte Mal Ravioli gehabt? 20 Jahre. Also. 20 Jahre. Darum haben wir ihm die gegönnt. Erbsli und Rüebli habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Er hat mich angelacht. Wow, ist challenge-tauglich. Ich freue mich drauf. Haben wir zwei Dosen sogar, wenn ich sehe. Kokosmilch. Mit dieser habe ich auch zwei Dosen, habe ich Käsesoße gemacht und ich sage euch, man hat Kokos nicht rausgeschmeckt. Kokosdrink. Sojadrink, das war ein Fehlkauf. Ich darf gar kein Soja, aber egal. Und ein Herz. Ah, ich habe gespendet. Darum habe ich das bekommen. Wir können spenden am Schluss. Ich habe gespendet. So, 8 Minuten 20. Das ist doch super! Und so. Stopp! Ich hoffe, das alles hat euch ein bisschen einen Einblick gegeben. Ich habe natürlich noch Sachen im Kühlschrank. Aber so sieht unser Einkauf, ein sehr, sehr grosser Einkauf, für uns gerade aus. Also ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!